Liebe Teilnehmerinnen, als Geschäftsführer des Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. und Moderator des heutigen Webinars heiße ich Sie bzw. euch recht herzlich im Namen des Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. zu unserem Webinar mit dem Titel Systemisches Konsensieren digital willkommen. Mein Name ist Michael von Gerichten und ich erlaube mir, wie in der Gemeinwohlökonomiebewegung üblich, Sie bzw. euch fortan zu duzen. Ich hoffe, dass das keine schwerwiegenden Widerstände bei euch hervorruft. Außerdem, dass ihr alle eine angenehme Weihnachtsfeiertage hattet und bedanke mich darüber hinaus gleich zu Beginn über euer reges Interesse an dieser digitalen Nachmittagsveranstaltung, die im Rahmen unseres Projektes zur Förderung digitaler Teilhabe und Beteiligung freundlicherweise von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert wird. Ich bzw. wir hätten nicht gedacht, dass in der Startenzeit und binnen 12 Tagen über 120 Registrierungen für unser Webinar eingehen würden. Das freut uns wirklich sehr. Und womöglich liegt es auch am gewählten Thema, denn in der Corona-Pandemie mussten viele anspruchsvolle Entscheidungen getroffen werden, überwiegend stellvertretend von wenigen Menschen für viele und dabei aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen meist auf Basis des Mehrheitsprinzips. Und oft mit dem für Mehrheitsentscheidungen üblichen Effekt, dass verhältnismäßig viele Stimmen zwar gehört, aber diese kaum ein Abbild in der finalen Entscheidung fanden. Die heute von Dominik Berger vorgestellte und von der Gemeinwohlökonomiebewegung bevorzugte Entscheidungsmethode hingegen verspricht, gerade im Unterschied zu Mehrheitsentscheidungen tragfähigere Gruppenentscheidungen zutage zu bringen. Deshalb bin ich, wie scheinbar auch ihr, gespannt, im ersten Teil von Dominik, unserem heutigen Referenten mit profunder Expertise zum systemischen Konsensieren, die Grundlagen dieser Entscheidungsmethode kennenzulernen. Im zweiten Teil wird Dominik auf ein IT-Tool zum systemischen Konsensieren namens Exceptify dann ganz ausführlich eingehen, um zu zeigen, welche Potenziale solch ein IT-Tool einerseits zur Findung von tragfähigen Entscheidungen hat, und andererseits, welche Potenziale das Tool zu einer möglichst umfassenden digitalen Teilhabe und Beteiligung von Menschen bereithält. Im dritten Teil wird Dominik dann noch auf Weiterbildungsmöglichkeiten zum systemischen Konsensieren eingehen. Und im vierten und abschließenden Teil werden von ihm noch möglichst viele von den unter Umständen noch offenen Fragen beantwortet werden. Bevor ich nun gleich an Dominik übergebe, möchte ich nur noch ein paar letzte organisatorische Hinweise loswerden. Erstens, wie in der Einladung geschrieben, werden wir diese Veranstaltung aufzeichnen und darüber hinaus auch auf YouTube live streamen, um möglichst vielen die Teilhabe auf die digitalen Wege zu ermöglichen. Es empfiehlt sich deshalb, dass Teilnehmerinnen, welche nicht in der Aufzeichnung bzw. im Livestream erwähnt werden wollen, sich jetzt noch über die 3 Punkte an dem eigenen Profil in der Teilnehmerliste so umzubenennen, dass keine Rückschlüsse auf ihre Person möglich sind. Das ist deshalb wichtig, weil ich als Moderator nicht nur alle Fragen, sondern auch den Namen des Fragenstellenden vorlesen werde. Darüber hinaus werden wir auch phasenweise den Chat einsetzen. Und auch da würde der Name des Fragestellenden oder Kommentierenden auftauchen. Und damit wäre ich auch schon beim zweiten Hinweis. Bitte reicht eure Fragen im Normalfall über das sogenannte Fragen- und Antworten-Modul ein, zu finden in der Kontrollleiste von Zoom. Ich reiche dann eure Fragen wiederum an einer möglichst geeigneten Stelle an Dominik weiter. Und bitte verzeiht mir bzw. uns, wenn wir nicht alle Fragen ad hoc dran nehmen können. Und wenn Sie aufgrund der möglichen Vielzahl an Fragen bei über 100 Teilnehmerinnen auch im vierten und abschließenden Teil von Dominik nicht behandelt werden. Und nun zum Abschluss meiner Vorrede noch eine Bitte. Bringt euch gerne aktiv mit euren Fragen ein und seid so lieb, dass ihr am Ende der Veranstaltung das Webinar nicht direkt verlässt, sondern noch an einer kleinen für euch freigeschalteten Zoom-Umfrage teilnehmt. Danke hierfür im Voraus. Und nun übergebe ich, wie angekündigt, an dich, lieber Dominik. Die Bühne gehört dir. Danke, Michael, und herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute am frühen Nachmittag, Abend Zeit nimmst, um mit uns gemeinsam ein doch sehr fundamentales Thema uns zu widmen. Schöne Grüße von
Graz in Österreich leicht verschneit. Und ich finde es auch spannend, einmal in den Rauhnächten ein Webinar zu machen. Digital habe ich noch nie gemacht. Begrüße auch recht herzlich alle, die auf YouTube teilnehmen. Und ursprünglich war ja geplant, für die Regionalgruppenkoordinierenden nur ein Webinar zu machen. Und die Idee ist dann entstanden, das zu öffnen und wenn wir es schon machen, dann eben auch breiter einzuladen. Und mich freut es, dass wir da über 120 Teilnehmer hier online haben. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Dominik Berger, bin Mitgründer und Entwickler von Acceptify, der Firma Acceptify. Bin auch Mitentwickler des systemischen Konsensierens, das wir gemeinsam in der Kerngruppe um Erich Wisocznik und Sigi Schrotte in den letzten Jahren sehr intensiv auch weiterentwickelt haben. Und meine Expertise ist vor allem im Bereich von Gestalten von partizipativen Prozessen und Entscheidungsmethoden und Entscheidungsfindung in Gruppen. Und mein Anliegen ist es, die für mich nach wie vor, nach den vielen Jahren, nach wie vor sehr geniale, also wenn richtig eingesetzt, geniale Methode des systemischen Konsensierens, kurz SK, eben qualitätsvoll in die Welt zu tragen. Ich starte jetzt mit dem Teilen meines Bildschirmes. Lieber Dominik, bevor du startest, beantworte ich gleich noch eine Frage von Susanne Veit. Sie ist sehr daran interessiert an einem Handout und da können wir beide bestätigen, dass im Anschluss an die Veranstaltung alle Teilnehmerinnen deine Folien etc. erhalten werden per E-Mail. Genau, also für alle, die registriert sind, also wenn du auf YouTube dabei bist, dann bitte registrieren, dann haben wir deine E-Mail-Daten und können dir das auch zukommen lassen. Ich habe meinen Bildschirm, solltest du jetzt sehen. Michael, bitte kurz Bestätigung. Ja. In diesem Fenster läuft PowerPoint, dahinter läuft Acceptify und ich werde immer wieder zwischen diesen beiden sozusagen Fenstern herumschalten, dass zum einen ein Frontalvortrag da ist, aber auf der anderen Seite du auch live in Acceptify real am Tool etwas siehst und ich dir anhand dessen auch ein bisschen SK näher bringe, sofern du das nicht ohnehin schon kennst. Worin sollten Menschen immer besser werden? Es gibt ja so diesen Antrieb zur Meisterschaft und ich habe jetzt hier einfach fünf Elemente herausgegriffen. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber eines ist zum Beispiel eine gelungene Kommunikation, auch gelungene Auseinandersetzungen. Also zum friedlichen Miteinander gehören auch gelungene Auseinandersetzungen, eine konstruktive Gesprächskultur, soziale Kompetenz, Achtsamkeit. Wenn man jetzt einfach diese fünf Begriffe nimmt, und mit einer Disziplin sozusagen in diesen fünf Bereichen und vielleicht auch noch einigen anderen besser werden mag, was ist diese eine Disziplin? Und diese eine Disziplin ist einfach das Beschäftigen mit dem Treffen und dem Finden von Entscheidungen in Gruppen bzw. mit anderen Menschen. Nämlich die Art und Weise, wie entschieden wird, macht einen entscheidenden Unterschied. Und die Art und Weise, auf die wir schauen, dass Entscheidungen getroffen werden, ist, dass die Entscheidungen tragfähig getroffen werden. Tragfähiges Entscheiden, warum? Wir haben in einem Forschungsprojekt mit Unternehmen, wo wir Entscheidungsfindung in Gruppen, in Teams und auch unterstützt von digitalen Tools beforschen, gibt es ein Zwischenergebnis, dass das Bewusstsein zur Entscheidungsfindung generell und insbesondere das Bewusstsein und auch die Skills tragfähig zu entscheiden, ich sage jetzt einfach verbesserungswürdig sind. Und um dieses Bewusstsein zu heben, habe ich in einer letzten GWÖ-Veranstaltung einfach einmal gesammelt, warum soll man überhaupt tragfähig entscheiden? Und ich darf dich auch bitten, jetzt gleich in den Zoom-Chat auch hineinzuschreiben, warum aus deiner Meinung nach es sinnvoll ist, tragfähig zu entscheiden.
Und während du im Chat, wenn du magst, einträgst, kurz eine Sammlung, und ich greife da das eine oder andere heraus: Stärken des Miteinanders, Miteinander Verantwortung nehmen, Inklusion oder mehr Gemeinschaftsgefühl oder die Vielfalt bündeln, ist ja eine sehr herausfordernde Aufgabe. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zielen, Wertevorstellungen etc. auf etwas Gemeinsames zu bündeln. Oder was auch gekommen ist, ist Zeitersparnis oder einfach eine bessere Umsetzung. Also tragfähig heißt zum Beispiel, es gibt viel Energie für die Umsetzung, mehr Leute sind zufrieden, die Intelligenz der vielen ist abgerufen. Oder Motivation und Verantwortungsübernahme, also mehr Engagement und Mitgestaltung, weil ich weiß, wie ich mich mit dem, was ich einbringen kann in die Entscheidungsprozesse. Akzeptanz und Zufriedenheit, also Akzeptanz, darum heißt auch Acceptify. Es fördert die Gruppendynamik, die Entwicklung in der Gruppe, eine längerfristigere Zufriedenheit der Betroffenen. Und ich schaue jetzt vielleicht im Chat, Michael. Ja, kommen ganz viele Kommentare ein. Also, kannst du vielleicht das eine oder andere noch herausgreifen, einfach random? Also es wurden sehr viele Kommentare gebracht. Ich lese es mal einfach mal vor. Zum Beispiel Katja sagt Effektivität. Tim meint geringerer Widerstand während der Umsetzung. Höhere Umsetzungskraft der Entscheidung, meint Michael. Genau. Also was wir machen, nachdem da so viel gekommen ist, einfach das, was im Chat gekommen ist, in ein Dokument zusammenfassen und euch dann einmal zurückspielen, weil dieses Bewusstsein haben vielleicht Menschen, die schon sich mit Entscheidungsfindung im Detail beschäftigt haben, vor allem mit Gruppenentscheidungen, aber manche haben das nicht und dann helfen diese Argumentationen. Und wir haben jetzt für einen Betrieb einmal nachgerechnet, also wenn man in der klassischen Geschäftswelt ist, rechnet man gerne einen Return on Investment oder was bringt etwas, wenn ich etwas verändere. Und wir haben bei einem Betrieb von 250 Mitarbeiterinnen mit gewissen Annahmen, die man natürlich in dem Excel-Sheet, das dahinter liegt, auch anpassen kann, mal berechnet, wenn man nur die Zeitersparnis von Meetings heranzieht und 1% Zeitersparnis an Meetings in diesem Unternehmen würde dem Unternehmen 35.000 Euro bringen und 10%, was aus unserer Erfahrung auf jeden Fall realistisch ist, wären 360.000 Euro für ein 250-Personen-Unternehmen. Und im Prinzip könnte man sagen, dieses Geld wäre auch vorhanden, um zu investieren in partizipative Methoden. Rein einmal nur aufgrund der Zeitersparnis, die möglich ist. Und wie ist die möglich? Und wie ist die auch mit digitalen Tools möglich? Ich zeige da gleich eine recht einfache Anwendung von Acceptify, dass man in einer konstanten Gruppe von Personen, zum Beispiel im Leitungskreis eines Unternehmens, einen priorisierten Themenspeicher hat. Das ist sozusagen ein Acceptify, wo jeder, der in dieser Gruppe ist, Themen, die für das nächste Meeting relevant sind, einbringen kann und vor dem Meeting wird das priorisiert. Das schaut und ich switche meinen Bildschirm jetzt aufs Acceptify. Hier eine Beispiel Acceptify. Im Info-Tab steht drinnen, worum es geht. Hier Themenspeicher für den Leitungskreis und es ist eine Demo, also nicht aus dem Realfall entnommen. Wenn man hier oben auf Vorschläge klickt, kommt man zu den Vorschlägen, die für das nächste Meeting thematisiert sind. Man sieht, es gibt einen neuen kurzfristigen Agendapunkt, den bewerte ich jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 mit meinem Widerstand. Das wäre für mich okay, diesen Agendapunkt vorrangig zu behandeln. Und man kann kurz vor dem Meeting, schaut man einfach auf das Ergebnis und sieht, das Thema Preiserhöhung und Kommunikationsstrategie dazu hat 100% Akzeptanz.
Und man kann dann das Meeting einfach hier Agendapunkt für Agendapunkt nach unten moderieren, bis die Zeit aus ist und ist damit sicher, dass die Priorität in der gesamten Gruppe maximiert ist, nämlich nach Interesse der Gesamtgruppe, also nicht Einzelner, sondern der Gesamtgruppe. Also das ist ein Beispiel, wie man sozusagen vor Meetings immer die Themenfindung gemeinsam machen kann. Das ist dann ein Acceptify, das lange läuft. Also wenn ich hier noch einmal rüberschaue auf die Einstellungen, dann habe ich bei den Fristen hier das auf ein Jahr eingestellt und ich habe bei was wird angezeigt, die Akzeptanz soll schon vor dem Ende der Bewertungsfrist sichtbar sein, angezeigt. Damit sieht man immer das Ergebnis und muss nicht ständig Fristen irgendwie anpassen. Das funktioniert in einer konstanten Gruppe, wenn es um nicht Gravierendes geht, sondern nur um die Priorisierung der Themen, die im Vorfeld zu sammeln sind und im Vorfeld idealerweise auch priorisiert werden. Das ist ein Punkt, wie man Zeit gewinnen kann, beziehungsweise den Fokus des Teams auf die auf das gesamte Team ausrichten kann. Und das Zweite ist, ihr kennt es wahrscheinlich alle, dass in Meetings etwas im Kreis diskutiert wird, zerdiskutiert wird, zerredet wird. Und hier ist es sinnvoll, einen Prozessvorschlag zu machen, zu sagen, lasst uns doch dieses Thema auslagern. Auslagern auf ein Acceptify. Zum Beispiel, es geht um ein Logo. Hier, man kann auch bei Acceptify in den Vorschlägen Bilder reinnehmen. Und bis zum nächsten Meeting bringen alle in dem Meeting Ideen zu diesem Thema, priorisieren das wieder und beim nächsten Meeting hat man wieder so eine Rangfolge der Ideen und ist vielleicht schon entscheidungsfähig oder braucht vielleicht eine weitere Iteration. Aber man spart sich viel, viel Zeit einfach für, also die halt an Diskussionen und Zerreden von Themen verloren geht. Lieber Dominik, danke. Ich habe jetzt zwei Fragen bekommen, die darauf pochen oder sich wünschen würden, dass du das Fenster, was du aktiv zeigst, ein wenig größer machen könntest, vielleicht sogar bildschirmfüllend. Genau. Danke. Okay. Ja, wir haben dann im Sinne einer Return-on-Investment-Rechnung auch noch andere, ich sage jetzt, entweder Kostenersparnisse beziehungsweise umsatzsteigernde Elemente mit angeführt. Da gehe ich jetzt nicht mit, gehe ich nicht in die Details. Das kriegst du als Angang und falls du für ein Unternehmen oder dein Unternehmen das auch durchrechnen magst, bitte nutze einfach diese Kostenersparnis beziehungsweise Umsatzsteigerungselemente für eine simple Rechnung, um Entscheidungsträgern einfach auch zu zeigen, ja, es zahlt sich aus, in Richtung Partizipation etwas zu investieren. Damit komme ich einmal zur Agenda. Warum tragfähiges Entscheiden haben wir schon einmal gesammelt und ich sage, wir haben es angerissen und danke dir für die vielen Inputs, die du auch noch mit hineingegeben hast. Gliederung des Webinars heute ist Grundlagen von systemischem Konsensieren. Eben wenn ich sage SK, dann ist immer systemisches Konsensieren damit gemeint. Und auch dem geeigneten organisatorischen Rahmen, der notwendig ist. Ich gehe ganz kurz auf SK-Zertifizierungen, die wir neu heuer in 2020 herausgebracht haben. Und dann der Schwerpunkt liegt auf Acceptify-Funktionen und deren Anwendungen, wo ich einige vorbereitet habe, ich aber auch dann im Fragenbereich sehr interessiert bin, Anwendungsbeispiele von dir zu hören, die auch vielleicht für andere interessant sind, idealerweise auch aus dem GWÖ-Umfeld, wo man sagt, was sind Anwendungen, die für meine Gruppe sehr erfolgreich waren und hilfreich waren und vielleicht für andere Gruppen auch dienlich sind. Und zum Schluss beantworte ich noch einmal die Frage,
warum heißt systemisches Konsensieren überhaupt systemisch? Und worin liegt der große Hebel einer systemischen Innovation, wie zum Beispiel dem systemischen Konsensieren? Das heißt, wir werden mit den Fragen um 17:45 Schluss machen, um das noch gut abrunden zu können. Lieber Dominik, gerne würde ich an der Stelle eine Frage von Walter Herder einbringen. Er schreibt, ich erlebe immer öfter, dass SK nur als Heuwenden eingesetzt wird. Anstelle von größte Zahl von Zustimmung wird entsprechend die wenigste Ablehnung abgefragt. Eventuell bitte darauf eingehen. Also die Frage führt schon auf die nächste Folie. Danke. Ich verstehe sie so. Warum bewertet man mit Widerstand und warum nicht mit der Zustimmung von Menschen? Lässt sich, also die nächsten paar Folien gehen schon darauf ein. Die Achtung vor einem Menschen zeigt sich im Umgang mit seinem Nein. Ist ein Spruch von Erich Wisocznik, einem der Erfinder des systemischen Konsensierens. Links ist der Erich, rechts der Siegfried Schrotter. Beide haben in den 70er Jahren begonnen, das SK-Prinzip zu entwickeln und sich dem zu widmen. Wie ist das überhaupt entstanden? In den 70er Jahren wollte der Erich Wisocznik eine Schule gegründet unter Elternselbstverantwortung. Freunde haben sich zusammengeschlossen, ein gemeinsames Ziel für die Kinder, möglichst gute Schulausbildung selbst zu organisieren. Der hat erzählt, was dort gestritten wurde. In diesem Freundeskreis war einfach so, dass ganz viel Zeit nach den Meetings, die dann immer am Freitagabend waren, gebraucht wurde, um wieder die Wogen zu glätten. Und er hat es dann analysiert und als Systemanalytiker als eine wesentliche Ursache das Entscheidungsverfahren, das in dem Fall das Mehrheitsprinzip war, geortet. Und hier kurz, das Mehrheitsprinzip, so wie es klassischerweise verwendet wird, ist nur sehr limitiert geeignet. Ich gebe hier 4 Punkte mit, die ich nicht im Detail erläutere. Es gibt zudem zum Vertiefen 2 Elemente. Das eine ist, es gab vom WDR von Quarks eine Sendung nach Konsens wählen, das bessere Wahlverfahren, wo man das SK-Prinzip anwendet auf die Personenwahl. Aber man kann natürlich mit SK nicht nur Personen wählen, sondern auch inhaltliche oder auch Prozessentscheidungen treffen. Und die zweite Ressource, die ich euch anbiete, einfach zum Runterladen in der Dropbox mit dem Link, wenn du die Unterlagen bekommst, kannst du dir das herunterladen, ist ein detailliertes Dokument mit den Schwächen des Mehrheitsprinzips, wozu das alles führt. Aber ein wesentlicher Punkt auch noch, und das erklärt auch, oder sozusagen Antwort auf die Frage, bei einem klassischen Mehrheitsprinzip war die Frage, na, wie sehr wollt ihr das? Können viele sehr begeistert sein, aber ich weiß nicht, ob einer oder wenige oder vielleicht sogar viele dabei sind, die extrem unzufrieden sind und die im Worst Case die Entscheidung sabotieren würden oder vielleicht sogar eine Bombe schmeißen würden. Das weiß man nicht. Also die Ablehnung ist für das Umsetzen wesentlich relevanter als einmal die Zustimmung. Also es braucht schon eine gewisse Energie und Leute, die etwas umsetzen wollen. Aber viele, viele Projekte scheitern eben am Widerstand, der im Entscheidungsprozess nicht gehört wurde. Jetzt noch ein Blick kurz in die Historie. Der Siegfried Schrotter ist nicht nur einer der Erfinder des SK-Prinzips, sondern auch der Erfinder dieses Funny Pools, den du vielleicht aus den diversen Gärten kennst. Der hat oben einen Luft aufgeblasen in einen Ring und hält sozusagen damit die Seitenwände oben und das Wasser im Pool. Und ein Bild, das er mir mitgegeben hat, aufs SK-Prinzip angewandt. Also seine Idee war sozusagen, ein System zu finden, in dem die guten Vorschläge aufschwimmen. Und die guten Vorschläge aus SK-Sicht sind die, wo halt möglichst wenig Widerstand da ist, wo möglichst wenig Konfliktpotenzial in der Gruppe ist, wenn man es umsetzt. Und gibt es zum Beispiel 2 Vorschläge, die gleich sind im Gruppenwiderstand,
dann kann man es gerne wechseln auf das Mehrheitsprinzip und schauen, wo ist sozusagen mehr Zustimmung, dann ist das absolut sinnvoll. Aber es gibt beim SK-Prinzip eben den Vorrang des Neins und zuerst das Wegoptimieren der Widerstände. Und in den meisten Fällen reicht das auch. Ich hoffe, die Frage ist da jetzt einmal beantwortet. Was ist das SK-Prinzip? Das SK-Prinzip ist die Haltung hinter den Werkzeugen. Also über die Jahre ist das SK-Prinzip zu einem großen Werkzeugkoffer von kleinen Tools, die in Summe sehr intelligente Prozesse ergeben. Und die Haltung, was ist die SK-Prinzip-Haltung? Ist es eine kooperative Grundeinstellung, den Widerstand von Menschen einmal ernst zu nehmen und als gestalterisches Potenzial zu nutzen? Also nicht sagen, nein, ich bin dagegen und ich lehne mich zurück und das war's, sondern nein, was steckt an Ressource hinter diesem Nein? Was steckt an Wünschen, an Bedürfnissen, an entscheidungsrelevanten Informationen hinter einem Nein? Oder was steckt an besseren Ideen, die bisher noch nicht gefunden wurden, hinter einem Nein? Das führt mich zur nächsten Folie. Was ist das Element eines kooperativen Nährbodens? Und aus der Gehirnforschung weiß man, um nicht in Flucht, Kampf oder Freeze zu kommen, braucht es drei Dinge. Das erste ist, bin ich sicher? Und wenn mein Nein geachtet wird oder mein Nein zumindest einmal Berücksichtigung bekommt in einer Gruppe, steigt die Sicherheit, das Sicherheitsempfinden, weil es wird nicht einfach über mich hinweggegangen. Der zweite Punkt, do I matter? Also ist das, was ich einbringe, relevant? Und wenn ich über systemisches Kondensieren das Grundprinzip, nämlich Vorschläge machen, die von den anderen möglichst wenig Widerstände bekommen, und die meine Interessen gut unterstützen, wenn ich das beherzige, weiß ich, wie ich in so einer Umgebung, die mit dem SK-Prinzip entscheidet, erfolgreich sein kann und steigert sozusagen meine Selbstermächtigung. Und das Thema der Zugehörigkeit ist natürlich hier auch noch mit dabei. Jetzt ein bisschen zum organisatorischen Rahmen. Und das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Es gibt sozusagen auf der einen Seite klassische Unternehmen, die hierarchisch sind. Ich nenne sie jetzt der Einfachheit halber einmal weisungsgebundene Organisationen, wo es Vorgesetzte gibt, Führungskräfte gibt und Mitarbeiter, die müssen das tun, was ihnen angeschafft wird sozusagen. Gegenüber stehen die freiwilligen Organisationen, also GWÖ, ist ein typisches Beispiel für Freiwilligenorganisationen. Viele Vereine sind Freiwilligenorganisationen. Oder auch die Netzwerkorganisationen, in denen ich mich typischerweise begebe, sind mittlerweile lauter Freiwilligenorganisationen, wo das Quellenprinzip auf der einen Seite, also durch wen kommt etwas, und auf der anderen Seite das Prinzip der Augenhöhe, also beide relevant sind, während hier idealerweise ein gutes Führen und Folgen relevant ist. Hier in diesem Organisationstypus sind sozusagen Führungskräfte entscheidend. In diesem Organisationstypus braucht es die Rolle des Facilitators oder des Moderators, der die Gruppe unterstützt, auch bei Entscheidungsprozessen auf Augenhöhe, wenn es eben keine Hierarchie gibt. Was Führungskräfte häufig daran hindert, aber ich sage jetzt partizipative Methoden einzusetzen, ist eben die Angst. Und typischerweise ist das ein verdeckter Widerstand, der häufig nicht offen auf den Tisch gelegt wird, die Angst vor Machtverlust. Und es gibt Führungskräfte, die vielleicht ihre Macht nicht hergeben wollen. Das ist okay so. Das sind aber dann nicht Führungskräfte, die für Partizipation offen sind, aber die offen sind, die haben sozusagen drei, das ist jetzt sehr simplifiziert, gibt auch detailliertere Modelle, auf die ich jetzt hier nicht eingehe, drei Optionen. Das eine ist direktiv führen, und selbst beim direktiv führen wäre es spannend zu wissen, ob es Widerstände gibt, wo ich weiß, wenn ich weiterhin direktiv führe,
werde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin verlieren oder in eine innere Kündigung treiben. Also hier ist auch beim Direktivführen ist die Zusatzinfo nach Widerständen relevant. Es gibt aber, wenn ich die Türe aufmache, hin zum Messen von Widerständen und partizipativen Prozesse, die ich mit dem SK-Prinzip durchführen kann, gibt es zum einen die Möglichkeit, dass ich als Führungskraft sage, ich hätte gerne von euch, dass ihr eine Konsensierung macht, dass ihr Ideen bringt, die bewertet und nach so einer Rangfolge ordnet. Und das Ergebnis ist für mich eine Entscheidungsempfehlung. Das heißt, es kann sein, dass ich das, was den geringsten Gruppenwiderstand hat, nehme und dass das die Entscheidung ist. Es kann aber auch anders sein. Aber ich hätte das gerne als Entscheidungsempfehlung von euch als Gruppe. Und idealerweise, wenn es nicht der konsensierte Vorschlag, also der mit dem geringsten Gruppenwiderstand ist, gibt es auch eine Erklärung, warum die Führungskraft sich anders entscheidet. Die dritte Option ist dann die Delegation. Über Delegation und das Vermitteln des Handwerkzeugs des systemischen Konsensieren unterstützt man eine Gruppe, eben auch tragfähige Entscheidungen zu treffen und fördert dabei die Selbstermächtigung der Gruppe. Und unterm Strich braucht es in Organisationen, in modernen, zumindest aus meiner Sicht, eine Partizipationsstrategie mit einem Wandel von Macht über zu Macht mit, also gemeinsame Gestaltungsmacht. Und dieses Bild mit der Prüfung, das habe ich mir entlehnt aus einem Buch von der Vivian Dittmann. Sie sagt, wenn wir uns unsere schulischen Prägungen anschauen, von Grund auf sind Menschen kooperativ. Aber was haben wir in der Schule gelernt? Im Ernstfall, und der Ernstfall ist die Prüfung, bist du zurückgeworfen auf ein Einzelkämpfertum und Kooperation wird sanktioniert, weil Kooperation im Schulischen heißt schummeln. Und Schummeln ist verboten. Wenn du schummelst, wirst vielleicht sogar ausgeschlossen. Das heißt, in unserem Schulsystem sind wir trainiert auf Einzelkämpfertum und Kooperation wurde abtrainiert sozusagen. Es gibt aber auch auf der anderen Seite den Pol der Kooperation, der natürlichen Hierarchie und auch dem gemeinsamen Entscheiden. Und um von hier nach hier zu kommen, braucht es häufig in Gruppen auch ein Teil der Tränen, wo man gemeinsam lernt, na, wie funktioniert denn das, wenn es jetzt keine dedizierte Führungskraft gibt, wenn jeder führt, wenn man sozusagen einem Group-Centered Leadership-Umgebung ist. Wie funktioniert das? Die Schlüsselrollen habe ich schon gehabt, Führungskräfte hier, Moderation hier. Und das ist eine neue Fertigkeit, die sowohl in freiwilligen Organisationen als auch klassischen Führungskräften sehr dienlich ist. Und wir bieten über das internationale SK-Netzwerk hier Beratung, Trainings und eben Begleitung für Organisationen an. Zum SK-Prinzip, die Basis. Und das erklärt jetzt noch einmal die Frage, die schon ganz am Anfang gekommen ist, warum nicht Zustimmung und warum Widerstand. Angenommen, wir haben drei Alternativen, Alternative A, B und C. Bei der Alternative A, wenn wir die umsetzen würden, hätten wir sehr hohe Unzufriedenheit. Bei der Alternative B ist niemand unzufrieden. Bei der Alternative C gibt es mittlere Unzufriedenheit. Und das ist im Prinzip österreichisch würde ich sagen, ein Nanonanet, welche Alternative ich wähle. Ich wähle Alternative B, wo niemand unzufrieden ist. Und wenn es mehrere Optionen gibt, wo niemand unzufrieden ist, dann ist die Zustimmung sinnvoll. Also die Basis vom SK-Prinzip ist einmal das Nein und das Nein zu quantifizieren. Im physischen Meeting, also in Live-Meetings, machen wir das teilweise mit Fächern oder auch mit Handzeichen auf einer 0-1-2-Skala. Aber wir messen einmal den Widerstand. Der Gruppenprozess schaut so aus, dass man idealerweise das Problem in eine Fragestellung, in eine offene W-Frage gießt, dazu viele Lösungsvorschläge generieren lässt aus der Gruppe und die idealerweise dann aufschwimmen wie dieser Pool, der Funny Pool, den ich euch vom Sigi Schrotter gezeigt habe,
schwimmen die auf, werden mit Widerstand bewertet und es gibt eine Reihung nach Gesamtwiderstand. Und der Vorschlag mit dem geringsten Gruppenwiderstand kommt dem Konsens am nächsten. Also Konsens bedeutet, wenn niemand was dagegen hat. Kurz Anwender über systemisches Konsensieren, einer der großen Fans und ich glaube auch starken Verbreiter des systemischen Konsensierens ist der Christian Felber. Und im Indikator C5 in der Gemeinwohlbilanz ist auch das Thema des Entscheidens mit dabei. Ein weiterer Anwender und ich finde es sehr spannend, bei mehr Demokratie, wenn man sozusagen das SK-Prinzip hier in der Mitte hat, was für Worte kommen da in diese Wortcloud, und wir verdächtigen das SK-Prinzip systemisches Konsensieren als Entscheidungswerkzeug zu sein, das eine solche Zukunft, solche mit diesen Worten herbeiführen kann. Zum Thema Politik und Demokratie, wir haben in den letzten 2 Jahren ein Kooperationsprojekt mit dem Soziokratischen Zentrum in Österreich aufgebaut. Unter der Seite www.gemeinsamentscheiden.at findet ihr mehr Informationen. Wir haben uns überlegt, wie schaut ein politisches Modell für Gemeinden aus, wenn man die Werkzeuge des SK-Prinzips und die Werkzeuge der Soziokratie in einen großen Werkzeugkoffer gibt und das auf Gemeindepolitikebene anwendet. Das nur kurz als Input. Letztes Zitat hier. Die Frau Barz, Kuratorin des Symposiums Dürnstein, sagt, SK ist ein Sickerthema. Also man glaubt, es ist so simpel, man hat es verstanden, aber es jedes Mal, wenn man sich damit beschäftigt, taucht immer wieder was Neues auf und mir geht es seit mittlerweile 10 Jahren so. Kurz zu den Zertifizierungen. Es gibt mittlerweile 2 Stufen von Zertifizierungen. SK-zertifizierte Anwenderin bzw. Anwender und zertifizierte SK-Moderatorin bzw. zertifizierter SK-Moderator. Der Unterschied, den wir hier machen, ist, der Anwender oder die Anwenderin soll mit wohlwollenden Gruppen SK begleiten können. Die SK-zertifizierte Moderatoren, das sind Profis, die in verschiedensten Gruppen auch mit durchaus Spannungen und Konflikten, die einfach vorhanden sind, mit Widerständen gegen die Methodik, wo eben diese Frage auftaucht, warum Widerstand, sollen die gute partizipative Prozesse mit SK begleiten können. Der Nutzen der Zertifizierung, was die Teilnehmenden, die jetzt gerade im Prozess drinnen sind, sagen, individuelle wertschätzende Rückmeldungen zur eigenen Kompetenz und zu den Lernfeldern durch die Assessorinnen. Also wir machen das zu viert mit unserer Berliner Kollegin und Münchner, unserem Münchner Kollegen und mit dem Volker Wisocznik sind wir das Assessorinnen-Team für die Moderatorenzertifizierung. Es gibt klarerweise ein vertieftes Lernen und Auseinandersetzung mit der SK-Haltung und der Methodik, ein Kompetenznachweis zur partizipativen Begleitung und den Anschluss an die SK-Community. Nächste Termine, gehe gar nicht im Detail darauf ein, das sind die Zertifizierungstermine, das sind offene Seminare, das ist ein Spezialseminar, wo wir diese Group-Centered Leadership sehr exzessiv in der Gruppe betreiben im April. So, im nächsten Schritt komme ich jetzt ein bisschen detaillierter zu Acceptify, Funktionen und Anwendungen. Was ist Acceptify? Acceptify ist eine Entscheidungssoftware, die eben im Netz läuft, also browserbasiert, fürs Handy geeignet ist, für Tablet und auch für den PC, von den Erfindern und Entwicklern des SK-Prinzips. Also der Erich Wisocznik hat schon, ich glaube 2013, die erste Version mal mit Entwicklerteam auf die Beine gestellt und wir haben es mit ihm dann weiterentwickelt. Er ist auch nach wie vor mit seinen über 80 Jahren noch sehr aktiv und rege im Acceptify-Team mit aktiv. Und Acceptify ist eben eine Software zum Ideenfinden, sozusagen in der frühen Phase, wenn ich einfach nur eine bewertete Ideenliste haben möchte, zur Entscheidungsvorbereitung bzw. auch zum definitiven Treffen von Entscheidungen in Teams, wenn die Methodik des systemischen Konsensieren dafür sinnvoll ist und im Team akzeptiert ist. Für wen ist sie? Für wen ist Acceptify? Zum einen für freiwilligen Organisationen und da sage ich jetzt einfach
das spannt den Bogen auf von New Work-Organisationen über Vereine bis hin zur Familie, die idealerweise auch eine freiwillige Organisation ist. Und natürlich klassische Organisationen, die, ich sage jetzt, den Freiwilligkeitsgrad steigern wollen, die auch die intrinsische Motivation von Mitarbeitenden steigern wollen. Jetzt ist das Thema der Entscheidungsfindung ein sehr, sehr breites. Ich sage einfach, Entscheidungen ist eines der wesentlichen Sozialtechnologien für Gruppen, aber auch für Gesellschaften. Also ist ein sehr breites Feld. Und ich möchte euch trotzdem in diesen 1,5 Stunden etwas mitgeben, wo ihr sozusagen dann möglichst wenig auf die Nase fällt. Und ein Thema ist, wie schaffe ich es, vor allem wenn ich digital unterwegs bin, Komplexität zu reduzieren. Also bei zu viel Komplexität ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht, relativ hoch. Und es gibt sozusagen 3 Achsen der Komplexitätstreiber. Das eine ist, wofür nutze ich so ein digitales Tool oder wofür nutze ich Exceptify? Und es geht von Brainstorming, Ideensammlung, wo es einmal um noch nichts wirklich geht, wo also das Risiko, dass irgendwas daneben geht, gering ist. Also wir sammeln einfach einmal ein paar Ideen. Also was soll man das nächste Mal in den Newsletter reinschreiben? Da sammeln wir jetzt einfach einmal Ideen. Das ist noch relativ unkritisch. Oder ein Stimmungs- und ein Meinungsbild. Priorisierung, eine kollegiale Beratung, wo viele Menschen eine Person unterstützen, hat auch noch eine geringere Komplexität. Oder Entscheidungsvorbereitung, wo es dann eine Person oder ein Gremium gibt, das dann gemeinsam entscheidet, hat auch noch weniger Komplexität. Und das Komplexe ist das, wenn es wirklich um eine verbindliche Entscheidung geht. Und wenn ich die digital treffen möchte und das, was dann herauskommt, die Entscheidung sein soll, braucht, ist es schon, je nach Gruppe und Gruppengröße kann das komplex sein, ist also hier der größte Komplexitätstreiber. Die anderen Achsen sind wer, beziehungsweise wer mit wem, beziehungsweise wer für wen. Also ich kann zum Beispiel Exceptify alleine für mich verwenden, um eine Rangfolge, also welches Auto soll ich mir kaufen, und schreibe Typen rein und frage mir mal nach dem Widerstand. Ich kann auch innere Teamanteile von mir mit anlegen. Also alleine ist einmal da auf jeden Fall das Einfachste. Ein eingespieltes, fixes Team, das diese Methodik kennt, das diese Methodik idealerweise gut kennt, nutzt, weiß, wo es sinnvollerweise eingesetzt wird, ist wesentlich leichter als zum Beispiel eine offene Gruppe mit starken Interessensgegensätzen. Also hier die Achse wer. Und die nächste Achse ist das, wie setze ich so ein Exceptify auf. Das eine ist, ich nehme fixe Aussagen oder Thesen. Zum Beispiel könnte ich dich bewerten lassen, die Aussage, ich habe sehr profunde Erfahrung mit dem SK-Prinzip. Und das bewerte bitte mit deinem Widerstand auf einer Skala von 0 bis 10. Das ist relativ wenig Komplexität. Fixe, einfache Vorschläge, also der Moderator oder eine Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge und keine der Teilnehmenden dürfen auch Vorschläge machen, ist auch geringere Komplexität. Fixe Vorschläge. Dann wenige können Vorschläge machen. Also wenn wenige Vorschläge machen und die Vorschlaganzahl gering ist, hat es auch noch eine geringere Komplexität. Wenn viele aber Vorschläge machen können, muss man sich anschauen, ob Exceptify das geeignete Tool ist, weil wenn da jetzt, ich sage jetzt, 1000 Vorschläge kommen und du musst 1000 Vorschläge bewerten, dann wird's zu viel. Und Vorschläge parallel machen und gleichzeitig bewerten, hat die größte Komplexität. Und der Tipp hier ist, idealerweise diese Fläche möglichst klein, zumindest am Anfang halten und Komplexität herauszunehmen. Jetzt noch einmal zum Prozess. Wir starten mit dem Thema, dem Problem der Aufgabe, sammeln Ideen und Lösungsvorschläge mit Exceptify, bewerten die mit dem Widerstand und haben dann ein Ergebnis. Jetzt starten wir mit den Leistungsmerkmalen, mit den Funktionen.
das Acceptify-Konto für den Moderator und Beteiligte. Also du kannst dir, wenn du bei Acceptify, ich zeige dir das kurz, wenn du bei Acceptify hier rechts auf dieses Symbol klickst, habe ich hier mein Acceptify-Konto angelegt und zum Beispiel kannst du deine Konsensierungen, bei meinen Konsensierungen, kannst du deine Konsensierungen hier verwalten. Das heißt, jede Konsensierung, bei der du teilgenommen hast oder die du angelegt hast, hast du dann hier mitgespeichert. Du kannst dann also auch leicht zwischen Konsensierungen wechseln. Das Speichern von Acceptify-Themen, also Konsensierungen in meine Liste von Konsensierungen, geht sehr einfach. Wenn du eingeladen wirst, ich zeige dir das kurz, wie das ausschaut. Wenn du eingeladen wirst, kriegst du einfach die Frage, wenn du auf den Link, den du im Mail bekommst, draufklickst, möchten Sie das auf die Liste hinzufügen? Ja, ich möchte es hinzufügen. Und wenn ich dann hier auf meine Konsensierungen klicke, kann ich es dann heraussuchen und dorthin wechseln. Einladungslisten speichern und verwalten von Teams und Verteilern. Du kannst hier auf meine Verteiler klicken und hier Verteiler, die du angelegt hast, ergänzen, warten. Wobei, wie man zu seinem Verteiler kommt, das zeige ich dir jetzt auch gleich, weil das sehr einfach ist. Du gehst auf Teilnehmer. Na, muss ich dir woanders zeigen. Teilnehmer. Du gehst hier auf Einladen und bei E-Mail-Adressen kopierst du einfach zum Beispiel aus deinem Mail-Programm, aus Outlook, die komplette E-Mail-Adresse mit allem, was davor steht, was nicht zur E-Mail-Adresse gehört, alles hier mit hinein, mit Strichpunkt getrennt, so wie es im E-Mail-Programm drinnen ist, kopierst das hier hinein und klickst als Verteiler speichern und du hast automatisch diese E-Mail-Adressen gespeichert und alles, was in dieser E-Mail-Adresse davor und dahinter war, löscht Acceptify raus, sodass nur die E-Mail-Adresse überbleibt. Das heißt, du hast da keine Arbeit mit dem Erstellen eines Verteilers und dem Weglöschen von irgendwas, wie es bei anderen Programmen oftmals üblich ist. Eigenes Benutzerbild und Avatar und dein Standard-Pseudonym, mit dem du bei Acceptify-Konsensierungen teilnehmen magst, wählst du hier auch. Dann das nächste ist, du kannst, wenn du ein Konto hast, idealerweise legst du auch auf deinem Smartphone einen Zugang zu deinem Acceptify-Konto an. Wie schaut das aus? Das ist jetzt der Screenshot von meinem Smartphone. Ich habe hier, nutze ich den Browser Firefox, einen Link auf www.acceptify.at mit den Login-Daten, die ich einmal eingegeben habe, im Browser gespeichert. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, bin ich sofort im Acceptify-Konto und kann auf meine Konsensierungen gehen, die aussuchen, zum Beispiel den Themenspeicher, wenn mir ein Thema einfällt für den Leitungskreis und dann diktiere ich am Handy in Acceptify das als Vorschlag gleich mit hinein. Wie funktioniert das? Ist bei jedem Browser ein bisschen anders. Bei Firefox am Handy sind hier oben, gibt es ein Symbol, wenn du da draufklickst, kommst auf Seite und bei Seite Seitenverknüpfung erstellen und hier zum Startbildschirm hinzufügen und dann hast du dieses Icon am Startbildschirm. Der nächste Punkt bei Acceptify, hier oben ist immer diese Tab-Leiste von Info, Vorschläge, Ergebnis, Teilnehmer bzw. Einstellungen. Wenn du neu in eine Konsensierung reingehst oder jemand, der eingeladen wird, der steigt immer mit dieser Seite ein. Der die Konsensierung anlegt, also der Moderierende, der bereitet die auf. Was soll, also es gibt einen Editor, wo man auch Bilder oder Logos oder auch animierte GIFs hineinlegen kann. Also du kannst da sozusagen eine Mini-Webseite gestalten für dein Thema, wo alles, was relevant ist für dieses Thema, drinnen sein soll. Und sie soll auch behalten für Gruppen, die das noch nicht kennen, wie bewertet wird. Also 0 heißt kein Widerstand, 10 heißt maximaler Widerstand, nur das nicht. Oder bei Prioritäten hier eine Bewertungsaussage, zum Beispiel dieses Thema soll oder dieses Kriterium
ist für uns besonders gemeinwohlfördernd. Also das soll möglichst gut aufbereitet sein vom Moderator, sodass die Gruppe weiß, worum es hier geht und was sie tun soll. So. Animated GIF, ich zeige euch ein Animated GIF-Beispiel, das wir für Designvorschläge für das Tool Acceptify genutzt haben. Schauen wir mal, wo wir da sind. Also du kannst, wenn du im Tab Vorschläge bist und hier auf dieses Dreieck draufklickst, dann bekommst du zu dem Vorschlag Details. Und das klicke jetzt nicht ich, also meine Maus ist hier. Das ist sozusagen ein Animated GIF, wie die Usability eines solchen Buttons zum Beispiel ausschauen könnte. Und das Ergebnis war dann das. Und wenn man hier auf diese drei Punkte oder diese vier Balken draufklickt, bekommst du im Ergebnis ein Bild der Widerstandsverteilung aller Bewertenden. Das ist anonym, also du siehst nicht, wer wie bewertet hat, um die Teilnehmenden zu schützen und ein möglichst ehrliches Widerstandsbild zu bekommen. Kurz noch zur Akzeptanz angezeigt und geordnet wird das Ergebnis nach Akzeptanz. Und Akzeptanz ist sozusagen 100% minus dem Gruppenwiderstand. Das heißt, hier von hier bis hier, das ist sozusagen der Gruppenwiderstand, also die Summe aus aller Widerstandsbewertungen, dividiert durch die Teilnehmeranzahl in Prozent, ist der Gruppenwiderstand. Und 100% minus dem Gruppenwiderstand in Prozent ist dann die Akzeptanz. Man könnte auch lieber Dominik, ja? Ich unterbreche dich an der Stelle noch ungern. Dennoch eine Frage noch, die bezog sich auf dein Smartphone-Icon. Wie sieht es denn in Zukunft aus? Aktuell gibt es offenbar noch keine App, weder im App Store bei Apple noch im Pendant von Google beispielsweise. Kommt so etwas denn in Zukunft noch? Also wir haben jetzt keine App geplant, weil wir Acceptify eben responsive, sprich so ausgelegt haben, dass es am Smartphone auch funktioniert. Das heißt, aber nachdem du dann kein Icon hast, aber es sehr praktisch ist, wenn du zum Beispiel zu dem Acceptify-Thema des Themenspeichers mit einem Klick hinkommst, habe ich dir das gezeigt, wie das mit dem Browserlink funktioniert. Danke dir. Dann weitere Features und weitere Leistungsmerkmale von Acceptify. Das Einladen über E-Mail, das habe ich dir schon gezeigt. Also du kannst einfach dort bei, ich gehe jetzt nochmal zurück, wo war das? Bei Teilnehmer einladen, hier die E-Mail-Adressen reinkopieren und gegebenenfalls das speichern. Diesen Betreff hier, der ist ein Vorschlag, den kannst du verwenden, kannst aber auch überschreiben und ist manchmal sinnvoll. Diese Nachricht ist natürlich auch frei zu gestalten. Was sich auf jeden Fall empfiehlt, ist in neuen Gruppen immer parallel zur automatischen Einladung über das System, die dann Acceptify ausschickt, auch begleitend per E-Mail die Teilnehmenden zu informieren, dass sie das bekommen haben, um sicherzustellen, dass sie es auch bekommen haben, dass es nicht im Spam gelandet ist, etc. Und dass sozusagen die E-Mail-Adresse herausgelöst wird automatisch und tut es wirklich sehr einfach. Also wenn zum Beispiel Vertrieb von Acceptify mit so Klammern und so Zeugs ist, nutzt Acceptify automatisch hier nur die E-Mail-Adresse. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Einladens über einen öffentlichen Link und auch vollständig anonym. Also es wäre möglich, dass du zu Themen, wo du weißt, da wollen Menschen anonym bleiben, ihnen auch die Anonymität zusichern, nämlich vollständig anonym oder über einen öffentlichen Link mit einer E-Mail-Identifikation. Ich komme darauf noch einmal zurück, weil das ein wesentlicher Teil ist. Und du kannst Erinnerungsmails
mit einem Knopfdruck schicken. Also wenn du hier nochmal auf die Teilnehmer, im Teilnehmerinnen-Tab Erinnerungsmail und hier kannst du auswählen, alle Eingeladenen, die noch nicht teilnehmen, alle Teilnehmer, die noch nicht alle Vorschläge bewertet haben oder alle Teilnehmer. Und es gibt auch automatische E-Mail-Benachrichtigungen zu den Konsensierungen und diese sind konfigurierbar unter den Einstellungen bei Benachrichtigungen. Und dort, da gehe ich jetzt nicht in die Details, das kannst du dir anschauen, kannst du die automatischen Informationen, die Exceptify zum Beispiel, wenn die Bewertungsfrist sich zu Ende geht, kannst du automatisch das E-Mail von Exceptify schicken. Dann das Thema des Einladens. Also wenn du so eine Exceptify-Konsensierung oder ein Exceptify-Thema, wenn du dazu einlädst, gibt es sozusagen Bedürfnisse und Wünsche von dir als Moderatorin und von den Teilnehmerinnen. Was sind Bedürfnisse? Zum einen möchte ich wissen, als Moderator, wer nimmt denn da teil? Ich möchte, es ist nicht immer so, aber häufig ist es so, dass ich Kontaktaufnahme zu den Usern möglich sein soll, zum Beispiel für die automatischen Erinnerungsmails. Manchmal ist es aber auch so, dass das Wissen von Benutzern nicht nötig ist. Also wenn ich in einem Live-Vortrag eine Abfrage mache über Exceptify, dann brauche ich das Detailwissen über die User nicht. Auf der anderen Seite, was sind Bedürfnisse und Wünsche von Teilnehmenden? E-Mail-Adresse bekannt geben. Manchmal will man das nicht, manchmal ist es aber auch völlig okay. Wenn es okay ist, ist es wesentlich leichter. Manchmal möchten Teilnehmer anonym gegenüber anderen Usern sein. Das heißt, dass nicht sichtbar sein soll, wer einen Vorschlag gemacht hat, von wem Vorteile, Nachteile eingetragen sind und schon gar nicht, wie ich etwas bewertet habe. Also wie etwas bewertet ist, ist bei Exceptify immer anonym. Der Rest ist konfigurierbar. Dann ein Bedürfnis ist, bei so einem Exceptify-Thema steige ich häufig nicht nur einmal ein, sondern steige einmal ein, gebe Vorschläge und Ideen rein und dann nach ein paar Tagen steige ich wieder ein und schaue mir die Ideen der anderen an. Vielleicht schaue ich mir auch Vorteile, Nachteile von anderen an, die mich zu weiteren Vorschlägen anregen. Das heißt, ich möchte wieder einsteigen. Das heißt, ich muss irgendwie wieder da dran kommen. Das Einfachste ist natürlich das Exceptify-Konto. Ich zeige euch aber, welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Und manchmal gibt es auch Szenarien, wo jemand wirklich vollständig anonym bleiben soll. Das ganze Spektrum deckt Exceptify ab mit verschiedenen Einstellungsvarianten. Optimal, sage ich immer, ist es immer, wenn du eine E-Mail-Adresse von den Teilnehmenden hast und private Link über die schon gezeigte Funktion versenden kannst. Die zweite Möglichkeit ist es, einen öffentlichen Link zu schicken. Ich zeige dir, wie du das konfigurieren kannst. Im Einstellungstab, also hier bei Einstellungen und im Sicherheitsmenü, wenn du anklickst, einen öffentlichen Link soll verwendet werden, hast du im Teilnehmer-Tab den Link. Und diesen Link kannst du, ich switche jetzt einfach ein zweites Fenster offen, nämlich ein privates Fenster, wo noch keine Cookies oder irgendwas gespeichert sind, wo ich auch nicht registriert bin, wo das so ausschaut, wie wenn ich als Teilnehmer jetzt hier oben einfach diesen Link hinein kopiert habe. Und ich zeige dir jetzt, wie das für einen Teilnehmenden ausschaut, mit einem öffentlichen Link. Dann steht hier nicht Vorschläge, sondern ich muss einmal teilnehmen. Ich klicke hier drauf, gebe ein Pseudonym ein, zum Beispiel, wenn ich anonym teilnehmen möchte, schreibe ich Anon hinein, Anon 1. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Das Einfachste ist, ich melde mich an und registriere mich für ein Exceptify-Konto. Damit hat dieser Benutzer verwaltet sehr einfach die Exceptify-Themen und Konsensierungen. Das Zweite ist, ich kann anklicken, ich möchte einen persönlichen Zugangslink per E-Mail geschickt bekommen. Das heißt, hier muss ich dann meine E-Mail-Adresse eintragen. Dann bekomme ich zu dieser E-Mail-Adresse einen persönlichen Link zugeschickt. Das heißt, der öffentliche Link wird über diesen Schritt, bekomme ich einen persönlichen Link. Damit kann ich wieder
zu dieser Konsensierung hinein als Teilnehmender. Und das System weiß aber auf der anderen Seite, wer ich bin und kann verhindern, dass jemand zweimal reingeht zum Beispiel. Wichtig hier ist eben auch das Hackersetzen. Ja, ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen, E-Mail-Adresse eingeben. Die dritte Variante ist, dass jemand sagt, nein, ich möchte meine E-Mail-Adresse nicht bekannt geben, möchte anonym sein. Übers Pseudonym bin ich schon einmal auf der einen Seite anonym und ich möchte mir diesen persönlichen Link merken. Das heißt, wenn ich dort wieder rein will in diese Konsensierung, in diese spezifische, muss ich mir diesen Link irgendwo speichern, in einem File, in einem Word-File oder aufschreiben. Und jedes Mal, wenn ich den eintippe, komme ich in diese Konsensierung mit meinem Pseudonym und niemand anders kommt in diese Konsensierung mit diesem von mir definierten Pseudonym. Ich klicke das jetzt einfach einmal an und dann kann ich weitere Vorschläge machen. Für mich sind jetzt alle Vorschläge neu, weil ich da als User neu drin bin. Das heißt, die sind hier markiert. Wenn ich es refreshe, geht das neue weg. Und ich kann hier dann eben auf der Skala von 0 bis 10 bewerten und kann mir dann das Ergebnis anschauen. Und hier zeige ich euch gleich noch, also öffentlicher Link habe ich jetzt nochmal kurz erklärt. Auch die Info über den Autor ausblenden. Manchmal ist es sinnvoll, dass man ausblendet in den Einstellungen als Moderator, dass der Autor sichtbar wird. Also hier ist von Acceptify, also da ist das nicht ausgeblendet. Manchmal ist es aber sinnvoll, das zu verstecken, dann kann man das ausblenden. Das Pseudonym schützt eben den Teilnehmer, wenn derjenige anonym bleiben möchte. Das Acceptify-Konto hilft beim Verwalten dieser ganzen Links, aber ist nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich. Und es gibt nur ein Spezialfeature, das bald einmal auch in den Standardfunktionsumfang überführt wird, nämlich eines Direct Links, wo ich null Informationen über einen Teilnehmer habe, der auch nicht wieder hineinkommen kann in diesen Link, aber ohne irgendeine Abfrage zu einer Konsensierung hineinkommen kann. Lieber Dominik, an der Stelle würde ich kurz zwei Fragen einspeisen. Und zwar betreffen die Anonymität vordergründig. Die eine Frage ist, du hattest vorhin erwähnt, dass ein Moderator nicht erkennen kann, von wem welche Bewertung abgegeben wurde. Und die Frage ist, wird es das gegebenenfalls zukünftig geben? Also wir haben Ideen, hier was zu machen, teilweise auch anonym zum Beispiel Menschen mit hohem Widerstand zu befragen. Also steht auf der Liste, hier etwas zu machen. Aktuell gibt es das nicht. Und wir handhaben es so, zumindest in konstanten Gruppen, die dann wieder zusammenkommen, dass man gegebenenfalls fragt, gibt es jemanden, der seinen Widerstand erläutern möchte zum Beispiel. Also das sind moderative Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Wichtig, nicht immer und nicht zwanghaft, weil sonst kriegt man keine ehrlichen Bewertungen und die möchte ich. Okay, und die zweite Frage, die geht ein bisschen weg von der Anonymität und geht mehr in Richtung Datenschutz. Die Frage ist, wie ist es mit der Datensicherheit? Also gerade bei internationalen Konzernen mit sensiblen Daten, Extremfall nationale Sicherheit oder bei Mediationen, die definitiv in keiner Weise an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Wie kann ich das meinen Beteiligten garantieren? Das ist die Frage. Also erstens die Server, weil das auch immer kommt, die Server stehen in Deutschland aufgrund von Geschwindigkeitsgründen, also nicht in Österreich, wenn wir da bessere Internetverbindung haben. Und wir erfüllen die Datenschutzrichtlinien von großen Automobilkonzernen, wo es dann 100 Seiten Dokumente gibt, wo man dies und das nachweisen muss. Also da sind wir schon Prüfungen durchgegangen. Das ist erfüllt. Verstehe. Ich habe jetzt hier noch eine dritte Frage, die daran ein bisschen anknüpft, nämlich zum Beispiel, wo wird das System gehostet und
ob das Ganze DSGVO-konform sei, hast du jetzt teilweise schon angedeutet. Und ob die Möglichkeit auch bestünde, die Software selbst zu hosten. Also Und ja, Software Open Source oder wie ist zumindest die langfristige Weiterentwicklung und Verfügbarkeit gewährleistet? Also Open Source nicht, aber es ist möglich, über Enterprise-Version das auch selbst zu hosten. Wobei da muss eben der Aufwand auch dafür stehen, aber ist machbar. Also wir arbeiten dann mit Docker-Containern, dass das grundsätzlich von der Build-Pipeline möglich macht. Also ist prinzipiell machbar und für ab einer gewissen Firmengröße auch ich sag, typische Policy, daher ist das auch möglich. Wunderbar. Und zur Frage, wo es gehostet wird, du hast es gemeint Deutschland, aber gibt es dahingehend sogar die Möglichkeit, genaueres zu erfahren? Ich selbst nicht. Also bei konkreter Anfrage muss ich mit dem DSVGO-Beauftragten sprechen. Aber ich glaube schon, dass wir das rausgeben, die Info. Okay, wunderbar. Dann würde ich das einfach mit dem Protokoll in Anführungsstriche an alle Teilnehmer mit versenden. Danke dir. Zum Einladen noch einmal zusammengefasst. Idealerweise hast du die E-Mail-Adressen von den Personen, die du einlädst und schickst denen automatisch über Acceptify die privaten Links, wo jede Person seinen oder ihren individuellen Link bekommt. Wichtig dabei ist auch eine der Fallen, dass manchmal Menschen das weiterschicken und sich dann wundern, dass der Blaue die Bewertungen, dass da schon was drinnen ist, da hat schon jemand bewertet. Da wird natürlich dann immer der Letzte, der in diesem Link drinnen ist, überschreibt dann die Bewertungen. Also private Links sind private, steht zwar drinnen. Das passiert manchmal, dass Menschen das weiterschicken und dann solche Konsensierungen durcheinander bringen. Da ist wichtig, wenn sowas auftaucht, dass komische Phänomene sind, dann hat typischerweise wer einen privaten Link weitergeschickt. Es gibt auch ein Spezialfeature, das wir für ein Bürgerbeteiligungsprojekt realisiert haben, dass man private Links auch per Post verschicken kann. Da wurden die Haushalte, bekamen dann einen Brief mit einem 2D-Barcode und dem Link und konnten mitmachen. Mit sehr, sehr hoher Beteiligung, ich glaube fast 70% Beteiligung. Also das ist sozusagen die Schiene des privaten Links, wenn geht, private Links verwenden mit der Möglichkeit des Verteilers. Dann gibt es den öffentlichen Link. Beim öffentlichen Link über den Prozess, den ich gezeigt habe, schickt, wenn man eine E-Mail-Adresse eingibt, Acceptify den persönlichen Link zu und das System Acceptify kann dann automatisch auch Erinnerungen schicken. Wenn ich vollkommen anonym teilnehme, dann muss ich mir als Teilnehmer oder Teilnehmerin den Link merken und dann kann mich das System auch nicht erreichen. Das heißt, die ganzen Fristen etc. muss ich dann selbst berücksichtigen. Das sind die beiden Optionen. Machbar ist auch beides. Also zum Beispiel als Tipp zum Protokollieren von etwas, angenommen, das ist unser Team, wir beschließen inhaltlich etwas, es kommt ein Ergebnis heraus und wir haben das über private Links gemacht. Ich will das aber archivieren und mit nur einem Link im Protokoll einen Zugriff drauf haben, dann stelle ich das nachträglich um auf einen öffentlichen Link und den öffentlichen Link kopiere einfach ins Protokoll. Damit ist das auch ist der Zugriff dorthin gewährleistet. Ja, und wie gesagt, wenn möglich Menschen anregen mit Acceptify-Konto, dann können sie ihre Konsensierungen verwalten und dann ist das Teilnehmen, der Schritt des Teilnehmens an einer Konsensierung am leichtesten. Wie das, was User sehen, habe ich dir hier nochmal rauskopiert. Das bekommst du dann in den Unterlagen. Ihr habt es live am Schirm schon gesehen. Ja. Dann weitere Leistungsmerkmale, Sprachen, aktuell Deutsch, Englisch und neu jetzt auch Italienisch. Weitere Sprachen werden folgen. Wir werden auch ein Übersetzungstool haben, mit dem Menschen und die Crowd auch mit teilnehmen kann und partizipieren kann an Übersetzungen. Wo findest du die Spracheinstellungen, die es hier unten Also hier gibt es Deutsch, Italienisch,
und Englisch aktuell? Lieber Dominik, nochmal eine kurze Frage, und zwar von Wilfried. Er würde gerne wissen, ob es auch möglich ist, Personen einen Link mit Passwortschutz, soweit ich die Frage richtig verstanden habe, zuzusenden. Nein, aktuell nicht. Okay, danke. So, weitere Leistungsmerkmale. Jetzt habe ich aber was übersprungen. Leistungsmerkmale bewerten und auswerten. Prozentangabe des Bewertungsgrads durch die Beteiligten, wie viel Prozent der Teilnehmenden haben schon bewertet? Ich zeige dir das am besten. Also hier ist wieder der Vorschlagstab, und im Vorschlagstab siehst du hier diesen eher unscheinbaren Balken. Der ist bewusst unscheinbar, weil der viele User verwirrt, aber für einen Moderator ist und teilweise auch für die Gruppe ist es natürlich relevant, wie viele Personen haben schon bewertet. Und wenn du mit der Maus hier drüber fährst, siehst du, 33% der Teilnehmer haben diesen Vorschlag bereits bewertet. Und Teilnehmer sind die, die hier das schon angenommen haben, also die wirklich aktiv in der Konsensierung mitmachen und nicht nur, also nicht eingeladen. Also wenn du 100 einlädst, angenommen hier werden 100 eingeladen und drei machen mit, dann würde das hier so angezeigt werden. Also diesen Balken hast du hier bei den Vorschlägen. Dann gibt es die Konfigurationsoption Bewertungsergebnisse immer sichtbar für vertraute Gruppen- und Themenspeicher. Das habe ich euch schon gezeigt. Manchmal nutze ich das auch, wenn ich Acceptify Live verwende, dass ich nicht mit den Fristen herumschalten muss, sondern dass das Ergebnis sofort sichtbar ist. Es ist auch hilfreich in neuen Gruppen, um was auszuprobieren, dass die gleich sehen, na, wie schaut denn das aus, wenn ich hier drinnen bin, aha, da sind die Vorschläge, und wenn ich auf Ergebnis klicke, also sowas kommt dabei heraus. Also das hilft manchmal, damit neue Teilnehmenden das sehen. Dann Ergebnispräsentation geordneter Akzeptanz, das haben wir schon gehabt mit dem Kehrwert. Also Akzeptanz ist quasi der Kehrwert des Gruppenwiderstandes. Dann die Bewertungsverteilung pro Vorschlag, habe ich dir auch schon gezeigt, also die Anzahl der Bewertungen pro Widerstand, und das anonym. Es gibt dann auch einen Excel-Export von Konsensierungen zur Dokumentation, wo du dann hier, wenn die Frist abgelaufen ist, also wenn die Bewertungsfrist zu Ende ist, dann ist dieser Button hier freigeschalten und du kannst diese Konsensierung exportieren für Dokumentationszwecke. Und dieses nachträgliche Umkonfigurieren von E-Mail-Einladungsoption auf öffentlichen Link, das habe ich auch dir schon kurz gezeigt bzw. erklärt. Und das Ergebnisprotokoll für Meetings zeige ich dir auch noch kurz. Du hast hier diesen Haken. Der Haken ist als behandelt markieren, also in den ganzen Einstellungen hast du den als behandelt markieren. Und wenn du das nutzt für einen Themenspeicher, und wir haben jetzt zum Beispiel das Thema der Preiserhöhung für Kommunikationsstrategie für die Preiserhöhung schon besprochen, und dann klicke ich hier drauf und schreibe einen, quasi, was haben wir zu diesem Agendapunkt beschlossen? Mache ich sozusagen einen Erledigungsvermerk, und ich kann, wenn ich auf Vorschläge gehe, hier filtern auf Behandelte. Das heißt, da zeigt er mir sozusagen alle behandelten Vorschläge. Das heißt, das sind die, wo ich so einen, das Hacker schon gesetzt habe und ein Ergebnisvermerk habe. Das heißt, hier sieht man, das sind die Behandelten und was wurde dazu beschlossen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um dieses Feature Vorschläge als behandelt markiert auszuwählen. Ja, und wie gesagt, bei neuen Gruppen mit Testthema und Ergebnis schon vorab sichtbar, dass Menschen erkennen, was kommt dabei heraus bei so einer Konsensierung. Lieber Dominik, eine weitere Frage. Jochen Lindig fragt, welche Erfahrungen werden aus der klassischen Moderation
genutzt und gegebenenfalls einbezogen, also Karten, Clustern, Mehrpunktantworten etc. Das bezieht sich wohl auf das ganze gesamte Tool. Also ich nutze typischerweise Acceptify immer im Wechselspiel mit Gruppensettings, wo dann solche Moderationselemente natürlich Platz haben. Also zum Beispiel aus einer Gruppenarbeit kommen aber Themen heraus und die dann bewerten lassen im Live-Setting oder Vorteile, Nachteile sammeln zu einem Live-Setting. Also das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Hier, wenn man auf Vorschläge geht, ich zeige jetzt wieder die aktiven Vorschläge, hier kann der Autor oder wenn es konfiguriert ist, auch der Moderator Ergänzungen schreiben. Hier ist es möglich, Vorteile und Nachteile zu einem Vorschlag zu ergänzen. Also bei Minus Nachteile und wenn du auf neuer Nachteil klickst, kannst du einen Nachteil eingeben und auch sagen, mein Pseudonym soll nicht angezeigt werden. Ziel dabei ist es, möglichst Vorschläge zu entwickeln, die möglichst wenig Nachteile und möglichst viel Vorteile aus Sicht der Gruppe haben. Und dabei sind alle Möglichkeiten des Mixes zwischen Live-Moderation und digitaler Moderation machbar. Also zum Beispiel das Sammeln in der Gruppenarbeit digital von Vorteilen und Nachteilen zu Vorschlägen, die vorher im Live-Setting erarbeitet wurde, um dann eine Fülle von Vorteilen und Nachteilen dokumentiert zu haben und im Anschluss bewerten zu können, ist was ich schon öfter praktiziert habe und sehr, sehr hilfreich ist. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wobei es ein sehr weites Feld aufmacht, das durchaus den Rahmen nicht sprengt. Dann Leistungsmerkmale für Pro-Moderatoren und die Gemeinwohlökonomie, Regionalgruppenkoordinatorinnen werden ja einen Pro-Account bekommen, unlimitierte Anzahl von Beteiligten, unlimitierte Anzahl von parallelen Konsensierungen, werbefrei, frei konfigurierbare Fristen, Speicherung von konsensierendes Löschdatum, konfigurierbar, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Du kannst bei den Fristen hier ein Löschdatum einstellen. Wenn das Löschdatum erreicht ist, ist dieses Acceptify-Thema wirklich aus der Datenbank draußen. Da haben auch wir nicht mehr Zugriff drauf. Also wenn du etwas länger halten möchtest, entweder exportieren oder hier das Löschdatum raufsetzen, das ist defaultmäßig auf 3 Monate gesetzt. Dann kannst du auch Moderatoren promoten oder demoten pro Konsensierung. Das heißt, wenn du hier auf Teilnehmer gehst und auf diese 3 Punkte, siehst du, wer ist in diesem Acceptify-Thema Moderatorin, wer ist Teilnehmerin und du kannst Teilnehmenden zu Moderatoren machen und umgekehrt. Du kannst sozusagen promoten und demoten und damit kann man auch in einem Team gemeinsam moderieren. Das haben wir schon gehabt. Und E-Mail-Support auch über den Acceptify-Support. Ja. Dominik, an der Stelle würde ich noch ein paar Fragen einstreuen, beziehungsweise da wir uns langsam dem Ende neigen. Stellt sich mir die Frage, ob wir an der Stelle schon in so einen Abschlussfragenteil gehen würden oder ob du noch Wesentliches gerne vorführen wollen würdest. Also ich glaube, das Wesentliche mit den wesentlichen Leistungsmerkmalen habe ich euch gezeigt. Spannend finde ich so diese Anwendungen und Anwendungskategorien. Hier habe ich euch ein paar Beispiele und ihr könnt diese Links sind öffentlich, die könnt ihr euch anschauen, denen könnt ihr folgen. Zum Beispiel, welche Weihnachtslieder singen wir heute, singen wir zu Weihnachten, das habe ich in meiner Familie konsensiert. So viele Lieder haben wir noch nie gesungen. Ja, und dann noch ein paar Tipps drinnen, aber wir können schon zu den Fragen kommen und das dann langsam abrunden.
Wunderbar. Dann würde ich einfach mal mit Thomas Mönius Frage beginnen. Und zwar hat Thomas oder würde es sich für den Werkzeugkoffer für Gemeinden näher interessieren. Er stellt die Frage, wie gehen da Soziokratie und systemisches Konsensieren Hand in Hand? Also wir haben in dieser Kooperation festgestellt, dass die Grundhaltung eine sehr vergleichbare ist, weil ja auch in der Soziokratie das Nein sozusagen geachtet wird und man schaut, das Nein als Kreativressource zu nutzen und dass auch die Soziokratie ein breiter Werkzeugkoffer ist und für partizipative Prozesse. Beide, also Werkzeuge, zum Beispiel eine bildgebende Runde oder eine Meinungsrunde zu machen, ist auch für SK-Prozesse einfach förderlich. Und also es gibt Tools dort und dort. Details findest auf dieser Webseite gemeinsam-entscheiden.at. Wunderbar, danke dir. Dann hätte ich noch eine weitere Frage anonym eingereicht. Und zwar, du hattest gesagt oder gezeigt, dass Acceptify kostenlos nutzbar ist. Und die Frage zielt jetzt sozusagen auf den Preis für einen Moderatoren-Account, weil der auf der Webseite aktuell zumindest nicht veröffentlicht ist, beziehungsweise offenbar gerade das Lizenzmodell von Acceptify überarbeitet wird. Kannst du dazu schon etwas sagen? Ja, kann ich kurz sagen, also das neue Lizenzmodell wird ein moderatorenbasiertes oder ist ein moderatorenbasiertes, wo der Pro-Account 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer, also für Unternehmen, die können sich die österreichische Mehrwertsteuer dann noch runterrechnen pro Monat und Moderator oder Moderatorin wird sozusagen der Pro-Account sein. Okay. Danke für die Antwort. Und nun würde ich ein kleines Experiment wagen. Und zwar hat sich Walter Hertler dazu bereit erklärt, weil er drei Fragen hat, hinzugeschaltet zu werden. Und ich würde ihn jetzt einfach zu Diskussionsteilnehmer befördern. Und dann stellt er seine drei Fragen dir gegenüber persönlich. Super. So, lieber Walter, du kannst dich jetzt oder müsstest dich jetzt hinzuschalten können. Jetzt hoffen wir mal, dass Walter noch im Raum ist. Gerne schalte dein Audio ein und deine Kamera. Okay, Wunderbar. beides inzwischen da. Ja, Walter, gerne. Wollte Stell gerade deine sagen, Fragen. auch. Welche Ehre jetzt für mich. Erstmal Dankeschön sagen dafür, dass das Thema hier behandelt wird nochmal. Ich glaube, Dominik, wir haben uns vor 4, 5 Jahren mal am Chiemsee kennengelernt. Da haben wir bei den Moderatoren, GWÖ-Moderatoren, 4 Tage SK gemacht. Da war ich mit dabei. Was für mich jetzt eher so ein Herzensanliegen ist, ich erlebe jetzt gerade, und da ist die Frage, wie das bei Acceptify noch gehandelt wird, dass immer mehr, also gerade bei den agilen Methodikern und so weiter, systemisches Konsensieren gerade als Heuwind benutzt wird. Das heißt, es wird nur noch, also das Nein wird ebenso weggerechnet wie bei der Zustimmung. Das heißt also, da haben wir was, das ist, hat am wenigsten Bauchweh, das nehmen wir. Und das Nein mit dem großen Bauchweh wird ignoriert. Wie kann man da auch bei Acceptify zunehmen, dass der Dialog offen bleibt? Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Dialog flöten geht. Also Das Wesenselement, außer wie ich es kennengelernt habe, das Nein ernst zu nehmen. man muss aufpassen, dass man nicht den Konsent durch die Hintertüre einführt. Also wenn man immer den schwerwiegenden Einwänden nachgeht, dann wechselt man im Prinzip das Entscheidungsverfahren. Also sinnvoller ist es, wenn man sich überlegt, welches Entscheidungsverfahren passt zu welchem Thema und wie wollen wir das entscheiden. Und idealerweise baut die Gruppe Kompetenz auf, zu sagen, welches Verfahren für welche Situation und wann ist es sinnvoll oder noch sinnvoll, Einwände zu ergründen, was häufig der Fall ist. Aber manchmal ist es so, dass sozusagen Einzelpersonen durch ihre schwerwiegenden Einwände der Gruppe mehr Schaden zufügen,
dem Gesamtorganismus. Also das, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da gibt es nur die Intelligenz der Gruppe. Und das ist eine Lernerfahrungssache und natürlich auch eine Skill-Sache, wo uns wichtig ist, und darum haben wir die Zertifizierungen eingeführt, auch hier die wirklich geniale Methodik, weil sie im Kern sehr einfach ist, sodass sie von 3- bis 6-Jährigen auch schon verstanden wird und im Kindergarten funktioniert, dass die sinnvoll eingesetzt wird, um da zu sagen, wer hat sich intensiver damit auseinandergesetzt und wer eben nicht, und wer nutzt ein Werkzeug, so nach, also einer meiner Schäfer hat einmal gesagt, the fool with the tool is still a fool. Und um das zu vermeiden, braucht es detaillierteres Beschäftigen, Reflektieren und so weiter. Und die Gefahr gibt es natürlich schnell. Und meiner Erfahrung nach gibt es aber Entscheidungsthemen, die brauchen einfach ihre Zeit, die müssen reifen. Und manchmal ist es aber so, dass man schnell entscheiden kann und SK wirklich die Beschleunigung bringt, wo man sich sonst nur im Kreis dreht. Ja, also so, das war mir nur ein Herzensanliegen, nochmal zu schauen, diese Haltung, dass das nicht flöten geht dabei. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank dir, Walter. Ja. Möchtest du noch deine zwei weiteren Fragen stellen oder mit Blick auf die Uhr würdest du gar womöglich... Gut, ich nehme das mal mit dem Blick auf die Uhr ernst von dir. Da sollen ja noch andere Platz haben. Ich steige dann wieder aus. Also ich bin schon mit dabei, aber lass mich wieder an anderen Raum. Herzlichen Dank. Dank dir. Ja. Dominik, ich würde jetzt dennoch noch eine Frage von Walter einfach so direkt nochmal stellen. Und zwar, welche Schnittstellen verfügt denn Acceptify? Also ist es kombinierbar mit anderen IT-Tools? Also wir sind gerade dabei, eine Schnittstelle einzuziehen zwischen Frontend und Backend, wo auch andere ich sage jetzt GUIs sozusagen darauf aufsetzen können. Also das ist gerade im Arbeit, wird es nächstes Jahr was geben dazu. Also wenn es hier Interesse gibt, bitte einfach bei mir melden. Die Kontakte sind hinten dran an den Folien. Klasse, danke dir. Ansonsten hätte ich jetzt dann auch noch eine weitere Frage, und zwar gibt es in Österreich Tendenzen zur Implementierung von Bürgerräten? Da wäre systemisches Konsensieren womöglich ja ein zentrales Tool. Also es gibt in Vorarlberg Tendenzen oder Aktivitäten hier. Das waren aber nicht verbindliche mit Dynamic Facilitation, wo teilweise sehr aufwendige Entscheidungsprozesse geführt wurden mit sozusagen unverbindlichen Ergebnissen, wo viel Aufwand mit relativ wenig Output erzielt wurde. Verbindliche Bürgerräte, wo auch idealerweise auch nur Experten mit einbezogen werden, im Mix, halte ich natürlich für was sehr Sinnvolles, und da ist SK prädestiniert, zumindest Entscheidungsvorbereitungen einmal zu liefern, dass sich Experten reiben sozusagen, im Sinne des Gemeinwohls oder des Gesamtwohls. Ja, danke dir. Mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt kurz vor Ende, würde ich noch gerne eine Kommentar meinerseits geben. Und zwar hattest du erwähnt, dass die GWÖ fortan Moderatoren-Accounts von Acceptify nutzen wird. Dazu nur eine kleine Einschränkung. Wir werden es in Bayern ausprobieren im kommenden Jahr. Das ist richtig. Das heißt, es betrifft die bayerischen Regionalgruppen erst einmal. Und was in Zukunft kommen wird, wird sich zeigen. Genau. Ansonsten hätte ich auch noch folgende Information. Wie eingangs angekündigt, wollen wir zu Ende noch eine Umfrage machen, die ich jetzt gleich starte für alle Teilnehmenden. Aber zuvor möchte ich mich nochmal
Ja, bei erstens allen Teilnehmern bedanken für die Zeit, die sie sich jetzt die 1,5 Stunden genommen haben. Und darüber hinaus auch dir, lieber Dominik, danke sagen. Ich fand persönlich, das war eine sehr erhellende Veranstaltung, möchte aber ja, dieser Mich Bewertung enden. La, la, nicht vorweggreifen, weshalb wir eben jene Umfrage aufgesetzt haben, um la. auch von den Teilnehmenden Feedback zu erhalten. Das Feedback gerne über die Umfrage, die ich jetzt gleich starte. Und ansonsten tue ich auch nochmal den Chat aktivieren. Wer noch einen Kommentar oder dergleichen loslassen will, der kann das gerne nun tun. Lass uns kurz 3 Minuten überziehen noch. Ich habe nämlich versprochen, zum Schluss zu sagen, was ist der Hebel von systemischen Innovationen und warum ist es systemisch? Und Liebend gerne. Und dann würde ich nichtsdestotrotz die Umfrage vielleicht parallel einfach alles mal laufen parallel. lassen Super, und gebe dir gerne wieder die Bühne, lieber Dominik. super. Also es gibt den Spruch, der aus dem Buch Die fünfte Disziplin kommt, Struktur erzeugt Verhalten. Und wenn man sie anschaut, also Menschen wollen erfolgreich sein, Menschen wollen Erfolg haben. Und wenn man sagt Fußball, was ist das Erfolgskriterium vom Fußball? Das ist Tore schießen. Bei Eiskunstlauf ist es auch Grazie, Ästhetik etc. Beim Eiskunstlauf habe ich noch nie jemand während so einer Performance auf den Boden spucken sehen. Bei Fußball habe ich das gesehen. Und es gibt sozusagen zwei im Hintergrund wirkende Mechanismen, die das Verhalten von Menschen beeinflussen. Hier ist eben das Erfolgskriterium das Tore schießen. Hier sind es die Grazie. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, ein Konzert. Bei dem einen gehen die Menschen ganz gesittet und geordnet auf ihre Plätze und setzen sich hin, bei anderem ist wildes Gedränge. Und es liegt nicht daran, dass das eine ein Rockkonzert und das andere ein Klassikkonzert ist, sondern es liegt daran, dass es beim einen Platzkarten gibt und beim anderen nicht. Das heißt, welche Struktur erzeugt das systemische Kondensieren? Und das führt mich zu einem Film, den manche vielleicht euch oder den du vielleicht auch kennst, A Beautiful Mind vom Begründer der Spieltheorie, der in seinem Heureka-Erlebnis dann sagt, Adam Smith ist unvollständig, weil man das beste Resultat dann erzielen kann, wenn jeder in der Gruppe das tut, was für ihn am besten ist, sprich ich mache Vorschläge, die für mich gut sind. Und die für die Gruppe gut sind. Weil wenn sie für die Gruppe gut sind, dann kriegen meine Vorschläge wenig Widerstand. Sprich, ohne dass ich das eben groß erklären muss, lernen Menschen in der Umgebung, also wenn mit SK entschieden wird, auf sich selbst zu schauen und auf die Gruppe. Und das, indem sozusagen nur ein Schalter umgelegt wird, nämlich die Art, wie entschieden wird. Und das ist das, was mich nach wie vor so begeistert am SK-Prinzip. Danke dir, Dominik, nochmals und auch allen Teilnehmenden für ihre Zeit. Uns bleibt nichts anderes nun zu sagen, als euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und auf bald zu sagen. Ja, guten Rutsch. Macht's gut. Danke für eure Teilnahme. Ja, und herzlichen Dank.